Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Neko mit einer neuen Folge Monster Hunter World. Ich habe gerade den Kuluyaku erledigt und das ist unsere Bewertung. Wir haben die Forschungsstufe Rang 2 erreicht beim Kuluyaku und haben die Lieferzutat exquisiter Pilzhut bekommen oder gefunden. Und werden die gleich auch mal abgeben. Vielleicht bekommen wir ein leckeres neues Gericht. Vermutlich ein leckeres Pilzgericht. Da wir die Zutat Pilze gesammelt haben für die kleine Katze, die uns immer das leckere Essen kocht. Leider erinnere ich mich nicht an ihren Namen. Ach, der Ladebildschirm ist echt immer, das dauert wirklich eine Weile. Ich vermute, dass wir zurück ins Dorf gehen. Ja. Ausgezeichnet. Danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut. Fühl dich wie zu Hause. Wiedersehen. Nun, da ich weiß, dass was in dir steckt, Fünferin, kann ich dich höflich... Oh Gott, ich lese das nochmal. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünferin, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. Ein neues Lager ist jetzt verfügbar. Nordöstliches Lager. Uralter Wald. Okay. Ich habe was Besonderes. Wo ich schon mal deine Aufmerksamkeit habe. Ich habe hier etwas Besonderes nur für dich. Und diese Aufgabe lautet, uns einen ausreichenden Vorrat an Megatränken zu beschaffen. Eine Jägerin deines Kalibers sollte wissen, wie wichtig sie für einen Quest sind. Es ist aber so, dass wir kaum noch welche haben und jemanden brauchen, der unsere Vorräte wieder auffüllt. Außerdem kann es ja auch nicht schaden, wenn du dir ab und zu die Grundlagen der Herstellung wieder hervorrufst. Komm bald wieder! Sei also so gut und hilf uns, wir zählen auf dich. Okay, neue Lieferanfrage, eine große Hilfe, Küpperin. Die Herstellung gehört fest zur Jagd. Mische etwas Honig mit einem Trank und du erhältst einen Megatrank. Nur zu, probiere es mal aus. Wir brauchen 50 Punkte. Dankeschön, Dankeschön. Hervorragende Arbeit. Jetzt haben die Gelehrten draußen im Wald ein Lager, wo sie sich ausruhen können. Bravo, bravo. Also, meine liebe Freundin von der Fünften, wie kann ich dir behilflich sein? Fittiger Beutezug abgeschlossen, sicherer Ladeplatz, ein Gutschein. Lieferungen. Das Einreichen von Lieferanfragen. Die Lieferanfragen, die du von Forschern annimmst, schließt du ab, indem du die hier angegebenen Objekte bei der Ressourcenzentrale einreichst. Für die Kantine oder für die Einrichtung. Jetzt ein gewürfeltes Steak. Okay. Untersuchung. Manchmal, wenn du Monsterspuren oder Materialien sammelst, Monsterteile brichst oder Monster erlegst, schaltest du neue Untersuchungen frei. Setze dich mit den Ressourcenzentralen in Verbindung, um diese Untersuchung als spezielle Quest verfügbar zu machen, für die es zusätzliche Belohnungsplätze gibt oder für die du mehrere Monster erlegen musst. Außerdem können diese nur begrenzt und oft angenommen werden. Was für eine Untersuchung du erhältst, ist von der Gegend abhängig, die du erkundet hast. Schwierige Untersuchungen wie das Erlegen mehrerer Monster bieten quantitativ und qualitativ bessere Belohnungen. Okay. Um eine Untersuchung vorzunehmen, musst du zuerst unter Untersuchung die Liste mit verfügbaren Quests öffnen und dann die registrieren, die du vornehmen möchtest. Danach kannst du sie am Questschalter annehmen, die du Untersuchungen auswählst. Du kannst nur eine bestimmte Zahl von Untersuchungen registrieren bzw. insgesamt haben. Wenn du keine weiteren Untersuchungen mehr registrieren kannst, drücke Dreieck, um welche zu entfernen. Fanguntersuchung, Tötungsjagd, Fang. Mhm.
Pokal. Registrieren wir die doch mal alle. Beutezüge. Die haben keine befristeten momentan. Oben ist auch wieder ein großes Ausrufezeichen bei einem Forscher. Hallo. Oh, hallo, ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet sind die Grimalkinen. Ja, die Grimalkinen. Die Grimalkinen sind eine in der neuen Welt heimische Linianer-Art. Ich würde ja gerne ihre Sprache lernen. Aber diese müden alten Knochen können mit meiner Forscherleidenschaft leider nicht mehr mithalten. Könntest du mir helfen? Wenn du daran interessiert bist, die Lingua Franca zu erlernen, dann sag mir einfach Bescheid bei meinen knorrigen Knien. Und knochig sind sie bestimmt auch. Lass mich dir erklären. Ein Palico kann mit ihnen sprechen, du kannst dich also verständlich machen, aber ich würde gerne mit ihnen in ihrer Muttersprache reden. Die Gemalkin bilden in jeder Region einen Stamm. Ich bin bei ihrer Erforschung zwar vorangekommen, aber meine Nasenhaaren, meine Beine sind einfach zu schwach, um mich dorthin zu tragen, wo sie leben. Du machst einen rüstigen Eindruck. Wie wäre es, wenn du ihnen nachjagst und mit der berichtest, wo sie sich niedergelassen haben? Mhm. Wir hatten ja einen schon gesehen und da wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll. Gehen wir mal hoch die Treppe. Aber wen haben wir denn hier oben? Fünfer Bro. Hey, wie bitte? Du hast mich murmeln gehört. Ja, der Koch hat mich gebeten, für ihn Zutaten zu besorgen. Aber ich muss doch noch so viel essen. Wow, meinst du das ernst? Du ziehst los und besorgst sie für mich? Viel Glück. Puh, danke. Du bist meine letzte Rettung. Wir Fünfer müssen einander helfen, was? Hier sind die Details. Viel Glück. Was ist das denn für ein fauler Sack? Ich kann für den losziehen und ihm die Sachen holen. Fünfer Bro. König der Pilze. Hatten wir ja, glaube ich, schon. Hast du jetzt ein neues Gericht? Nö. Alles für unseren kleinen Freund. Gehen wir mal zurück, aber deine Quest hat mir doch eigentlich schon erledigt. Gehen noch mal zur Schmiede. Vielleicht gibt es noch eine neue Ausrüstung für uns. Man weiß ja nie. Hat er ja gerade wieder ein bisschen erledigt. Ein cooles Set. Fäustlinge und den Kopf kann ich machen. Okay, vom Knochenset kann ich die Beine noch machen. Einen alten Knochen bekommen.
Da brauchen wir noch zwei alte Knochen. Machen wir doch erstmal die Beine, dann haben wir noch eine Sache mehr vom Knochenset. Einmal ausrüsten. Na, das sieht doch schon mal fein aus. Aber leider können wir den Kopf noch nicht machen. Gaia-Set, da haben wir auch nur Teile für die Beine. Verteidigung des 10, das hier scheint ziemlich stark zu sein auch. Prachtfeder, Schuppe und Lederhaut. Fehlt uns noch eine Lederhaut, um das Oberteil zu machen. Ich werde mir mal den Kopf schon mal herstellen. So. Das ist ja wie aus 1001 Nacht hier das Set. Mal was verstauen. Haben wir eine neue Waffe. Doppelklingen. Nicht ausgerüstet, dass hier scheint man neue herstellen zu können. 154, 15% Affinität. Seltenheit 2. Aber die scheine ich nicht herstellen zu können. Nein. So, bei Rüstung war ich ja gerade schon. Ein großes Schwert. Auch, da muss man ja erstmal nach der Reihe anscheinend hier anfertigen. Das geht wegen den Monsterknochen. Ein Bogen. Also ich würde gerne die Kukulako Doppelklingen machen. Das anscheinend nicht funktioniert, da sie in der Entwicklung sind. Unser Palico müsste ja eigentlich auch neue Ausrüstung bekommen haben. Oh, das sieht aber auch süß aus. Wir könnten eben die Ritterrüstung machen. Oder das Legierungsset. Den Insekten, das habe ich noch gar nicht durchgelesen. Insektengläfen werden mit einem Kinsekt benutzt und können beide unabhängig voneinander verbessert werden. Wähle für ein neues Kinsekt einen Kinsekt kaufen aus, um ein vorhandenes Kinsekt zu verbessern. Wähle ein Kinsekt entwickeln aus. Im Spielverlauf wird der Menüoption Kinsekt-Element ändern freigeschaltet. Dort kannst du eine Stärkestufe gegen eines der folgenden Elemente eintauschen: Feuer, Wasser, Eis, Donner oder Drache. Wähle zum Ausrüsten eines Kinsekts zunächst die gewünschte Insektenglefe und dann das Kinsekt, das du einsetzen möchtest.
Okay. Erst können wir da schon mehr draus machen, das können wir nicht entwickeln. Scheint wieder nicht zu funktionieren. Das geht auch noch nicht. Ausrüstung muss ich nicht ändern. Mal gucken, ich habe noch genügend Platz. Ich muss es noch nicht in der Truhe lagern. Aber ich könnte ja vielleicht meine Waffe verbessern. Ne, das geht leider nicht. Die Schwächeren ausgerüstet, ich Trolli. Brauchen wir noch ein paar mehr Punkte, um das Ganze aufzuleveln. Dann unsere erste Klinge. Fehlt uns aber einiges. Das können wir noch nicht herstellen. Okay. So, dann können wir noch eine Quest starten. Eine optionale Quest. Pilzeinsatz im U. Pilzeinsatz im uralten Wald. Wir haben zwei Lager. Die Quest nehmen wir mal an. Wenn sie vorbereitet wird, holen wir uns schnell noch was zu essen. Zahlen mit Geld. Wir haben kein eigenes Rezept, ne. Gesunde Gerichte, Gemüsegerichte. Warum nicht? Nehmen wir diesmal ein Gemüsegericht, mal was anderes zur Abwechslung. Bekommen sind, dass alle Gerichte gleich aussehen. Oh mein Gott, und wir kriegen wieder einen Viech. Ich habe meinen Helm natürlich ausgezogen. Ja. Die Quest ist fertig. Dann fliegen wir doch mal direkt los. Kukulatu. Unsere Questruhe. Lieferquest. Bei Lieferquests musst du besondere Objekte abliefern. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch abgeliefert. Sie landen also nicht in einem Objektbeutel. Das heißt, du musst dir keine Sorgen um ausreichend Platz machen oder darüber, sie verdünnt zu überbringen. Liefere im Laufe der Quest die erforderliche Zahl an Objekten, um sie abzuschließen.
Nicht zum Abschluss der Quest benötigt. Besondere Objekte werden automatisch in Zenny umgewandelt. Okay. Dein Ziel für diese Quest besteht darin, Materialien zu erhalten und zu liefern. Erster Schritt, finde welche. Er muss eine Brombeere sein, oder? Hilfst du uns oder nicht? Nicht wirklich, würde ich jetzt sagen. Eine Rotkerne, wo ist die Brombeere? Die gute Brombeere ist da oben, aber wie komme ich denn da hoch? Das weiß ich jetzt leider nicht. Leider keine Brombeere erstmal. Ich würde auch sagen, es sah aus wie eine Ranke, die man hochklettern kann. Aber dafür muss man den O-Knopf drücken und ich habe natürlich den falschen Knopf gedrückt gehabt. So, jetzt haben wir eine Brombeere. Diamantensamen. Okay. So. Okay. Die weiteren Zutaten werden wir aber im nächsten Quest oder in der nächsten Episode eher gesagt sammeln. Quest, ich bin nur gut. Deswegen macht es gut, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge Monster Hunter World.